Weil als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim, als er gefragt wurde, wer der Märtyrer ist, ist das jemand, der für sein Volk, sozusagen für seine Nationalität kämpft? Oder ist das jemand, der kämpft, damit über ihn mutig gesagt wird? Dann sagte er, nein, das ist nur der, der dafür kämpft, dass das Wort Allahs am höchsten gehalten wird. Das ist der Märtyrer. Und wie viele sind von den anderen Gruppen? Dann sagte man zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, dann wird es sehr wenige Märtyrer geben. Dann hat er ihnen noch weitere aufgezählt. Wer stirbt noch als Märtyrer außerhalb des Kriegsfeldes? Na? Derjenige, der unter Trümmern liegt. Derjenige, der eine Bauchkrankheit hat. Der im Feuer sozusagen reingerät. Wer noch? Der ertrinkt, sehr gut. Und? Bitte? Okay, das ist nochmal eine extra Überlieferung, aber ist nicht falsch. Wer noch? Die Schwangere, wenn die bei der Geburt stirbt. Diese Leute sterben bei Allah subhanahu wa ta'ala als Schuhada. Ya dakiran al-ashab, kum mutaddiban, ya